Borussia Dortmund, wo er mittlerweile eine Institution geworden ist. Als Spieler und Herbergsvater für seine Landsleute und Freunde. Wir sind vor den Toren Dortmunds, in einer Wohngegend für Menschen, die es geschafft haben. Wirtschaftskapitäne, Rechtsanwälte und ein brasilianischer Fußballprofi. Diese Villa gehört Leonardo de Deus Santos, Künstlername Dede, Angestellter des BVB und ein Mensch, der gerne Gäste hat. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Schön. Ja, gerne. Schön. Wir dürfen ihn sogar mit der Kamera besuchen. Das ist nicht selbstverständlich. Stolz zeigt uns Dede sein 300 Quadratmeter großes Haus. Er hat es gekauft, weil er als Mieter schlechte Erfahrungen gemacht hat. Den Dede gilt als eine Art Herbergsvater. Oft sind Verwandte, Freunde oder Mitspieler zu Gast oder wohnen bei ihm. Das gefiel nicht jedem Vermieter. Schon viele Leute so. Die Häuser sind immer voll. Die brasilianischen Spieler. Bei uns, ich spiele bei Borussia, ist auch immer dabei. Tinga, Philipp Santana jetzt im Moment. Früher Everton, Evanilson. Und Gott sei Dank, das gehört dazu bei mir, mein Leben so. Und alle finden richtig wohl hier in dem Haus. Und das ist die ganze wichtige Sache so. In der Küche treffen wir Dedes deutschen Freund Marco und Dedes Freundin Johanna. Jetzt die Nudeln rein. Okay. Vorher noch Salz, Johanna. Ist noch ganz drin? Nein, bitte. Warte. Die 22-jährige Pädagogikstudentin hat den Fußballprofi vor 5 Jahren beim Training kennengelernt. Und direkt vom Flughafen schneit ein brasilianischer Freund Dedes ins Haus. Der wird jetzt auch ein Weilchen hier wohnen. Johanna nimmt's gelassen. Sie ist noch viel mehr Besuch gewöhnt. Aber ich finde das total schön. Also ich habe da auch Spaß dran und ich mag alle total gerne, seine Familie, seine Freunde. Ja, und von daher ist das super schön und es hat mich noch nie gestört. Also wenn wir wirklich alleine sein wollen, dann gehen wir hoch in unser Zimmer und dann sind wir dann halt alleine. Ganz allein ist Dede, als er nach Deutschland kommt. Im Juli 1998 stellt der BVB einen ebenso unbekannten wie schüchternen 20-Jährigen vor. Einer von vielen Brasilianern, die ihr Glück in der Bundesliga versuchen wollen. Elf Jahre später ist der kleine Dede in Dortmund der Größte. Dienstältester Profi und Publikumsliebling. Mehr als 300 Bundesligaspiele sind Rekord für einen ausländischen Kicker. Wie sehr er geliebt wird, spürt er in der letzten Saison. Nach einem Kreuzbandriss bedankt er sich im Stadion für 10.000-fache Genesungswünsche und ist ein halbes Jahr später wieder fit. Im Nachhinein hat sich das natürlich als ein absoluter Glückstransfer herausgestellt. Er hat es am Anfang nicht einfach gehabt, weil er der einzige Brasilianer zu dem Zeitpunkt hier bei uns in Dortmund war, hat aber dann im Nachhinein unheimlich viel zur Integration der Brasilianer beigetragen, die wir dann danach verpflichtet haben. Seine brasilianischen Kollegen und Freunde nennen ihn mittlerweile den Deutschen. Nicht nur, weil Dede mittlerweile auch im Supermarkt bestens klarkommt. Viele Fehler gemacht, jedenfalls, aber Gott sei Dank, das macht Spaß. So, heute, wenn ich heute gucke, von hinter in Vergangenheit so was passiert, so, heute, Gott sei Dank, kann ich hier in diesem Land, so, kann man sagen, auch, ich fühle mich wohl hier und das ist auch meine zweite Haus und ich fühle mich jedenfalls wohl in Deutschland. Früher hat er sich an den Bildern auf den Verpackungen orientiert, weil er den Text nicht lesen konnte. Da landete schon mal statt Shampoo ein Enthaarungsmittel im Einkaufswagen. Und auch sonst gab es reichlich Missverständnisse. Er musste sehr, sehr schnell auch sich hier zurechtfinden, die Sprache lernen. Da gibt es ja auch einige Eskapaden, als Dede damals mal in der Geschäftsstelle angerufen hat und hat seine Windschutzscheibe Winter war voller Eis und er hat gemeint, sie wäre jetzt kaputt. Und also da gibt es wirklich auch lustige Geschichten, wenn man überlegt, wenn ein Brasilianer nach Deutschland kommt, dann könnte man da wirklich auch ein Buch drüber schreiben. Aber ich glaube, er ist damit auch sehr, sehr schnell auch in seiner Persönlichkeit gewachsen. Mittlerweile hat Dede sich eine kleine Idylle in Dortmund geschaffen. Nicht nur für sich. Sein BVB-Kollege Tinga sitzt fast täglich mit am Tisch.
ein Stück Heimat im Ruhrgebiet. Davon hat Dedeno geträumt, als er vor 11 Jahren einsam in seinem Haus saß und den Müll manchmal noch im Garten verbrannte. Schmeckt mal wieder sehr lecker. So meine ersten Jahre hier, ich kann mich immer noch erinnern, so meine Rechnung vom Telefon, das ist richtig hoch. So. Ich muss jeden Tag 4-5 Mal die Tage muss ich meine Mama angerufen, auch Kollegen, von vielleicht ein bisschen das zu helfen mit ihr. Mit der Heimweh von zu Hause so. Und trotzdem habe ich immer geweint so. Geholfen hat ihm der Wille, sich nicht nur auf dem Platz zu integrieren. Er hat schnell Deutsch gelernt und sportlichen Erfolg gehabt. Mit dem BVB hat er eine Meisterschaft gefeiert, in der Champions League gespielt und war im UEFA-Cup-Finale. Und für seine Trainer in Dortmund war und ist er ein besonderer Spieler. Nicht nur für Matthias Sammer. Kommt hier an und trifft dann diesen Gutmenschen Dede, der wirklich keiner Fliege was zu Leide tun kann, der ja, von jedem tatsächlich geliebt wird, weil er eigentlich für jeden auch so eine Art Bruder ist. Kümmert sich hier nicht nur um die Brasilianer, sondern eigentlich auch um sonst fast alles. Ist ein super angenehmer Zeitgenosse, der unglaublich gerne Fußball spielt und das glücklicherweise auch richtig gut kann. Das war der Trainer. Was für eine Karriere für einen brasilianischen Jungen aus einfachen Verhältnissen. Fotos eines fußballhungrigen 12-Jährigen, der manchmal für bis zu 4 Clubs spielte und nur eines von vielen Talenten war. Deswegen, wenn ich heute die Bilder gucke, und ich habe immer noch viel Kontakt mit vielen Spielern hier, wo wir jung zusammen waren mit 13, 14 Jahren. Wenn ich in Brasilien Urlaub, ich versuche immer, die Leute immer angerufen und organisieren. Wenn wir einen Tag treffen, ein Spiel, ein Turnier machen. Ich glaube, du darfst nicht vergessen, so, wo du herkommst. Und da bin ich so ein Typ. So. Zweimal im Jahr kehrt er in seine Heimat zurück, nach Belo Horizonte im Südosten Brasiliens. Mit 5 Brüdern wächst Dede in diesem Haus auf. Mit 6 Jahren jobbt er im Supermarkt, wäscht Autos und verkauft Eis. Heute unterstützt der Millionär Dede die Menschen, die es nicht geschafft haben. Ich helfe auch die armen Leute in Favelas. Wo ich oft auch da war, helfe ich mit Klamotten und Essen, so kaufe ich das von 600, 800 Leute, Kinder, arme Leute. Das macht mir Spaß. Und habt ihr gewonnen? Freundin ja. Johanna war mit in Brasilien, aber sie kennt auch den anderen Dede, den knallharten Fußballunternehmer. Bis heute kommt Dede ohne Berater aus. Seine Verträge hat er alle selbst ausgehandelt und nicht zu seinem Nachteil. Man spart maximal die Beratergebühr, wobei er die wahrscheinlich schon gedanklich in seine Vorstellung mit eingebaut hat. Also der ist da schon mit allem Wasser gewaschen. Also das ist kein Nachteil für ihn. Auch um seine Einbürgerung hat er sich selbst gekümmert. Allerdings ist der deutsche Pass trotz intensiver Suche in die DSWG bei unserem Besuch nicht aufzufinden. Die Ordnungsliebe ist noch ausbaufähig beim Deutsch-Brasilianer. Aber der Personalausweis ist da. Und für die Dede viel mehr als nur eine Plastikkarte. Und ich glaube, das ist auch für mich eine Sieg, das ist eine Pokal. Ich glaube, viele Leute will auch einen deutschen Pass kriegen. Und das ist einfach eine Organisation von diesem Land, ist richtig gut, richtig schön. Und ich glaube, deswegen bin ich richtig toll, einen deutschen Pass zu haben. Stolz macht ihn auch, dass ein Löwenbaby im Zoo seinen Namen trägt. Irgendwann will Dede nach Brasilien zurück. Aber wenn er Kinder hat, will er wiederkommen, damit sie die deutsche Mentalität kennenlernen. Wie die Leute hier mit Respekt miteinander gehen. Wie 3 Uhr ist 3 Uhr, nicht wie Brasilien 3 ist 4 oder vielleicht 5. Aber jedenfalls so viele kleine Sachen so. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch 2 Jahre. Aber den Herbergsvater vor den Toren Dortmunds wird Dede wohl noch viel länger.